Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich bin noch mal zurückgelaufen, hab wieder mein Inventar aufgeräumt. Hab die Golems erstmal wieder hier in unseren kleinen Raum gestellt. Meine kleinen Freunde, hallo? Lebt ihr noch? Ja? Ist das schön, dass ihr noch lebt. Im Grund gehen sie gar nicht mehr zurück. Naja, gut. Wir werden uns mal heute mit etwas beschäftigen, und zwar der Arkanenlampe. Und Infusion. Ich glaube, das werden wir benötigen. Vielleicht auch noch verzauberter Stoff. Mal schauen. Hier kommen wir noch nicht ran. Magischen Talg brauchen wir natürlich noch. Metallurgie vielleicht auch. Wir wollen auch immer mal hier hinkommen. Das heißt, wir müssen noch mal ein paar andere Dinge erforschen. Stabfoki könnte man machen. Haben wir auch genug Sachen. Noch nicht genug im Zauberstab. Deswegen, wir fangen mal an mit dem Papier und dem Schreibset. Und werden dann erst aber die Arkanenlampe machen, und dafür brauchen wir vor allem noch Lampen. Und für Lampen, die können wir einfach so herstellen. Stellen wir mal ein paar. Und jetzt können wir die Arkanenlampe nämlich einfach so erforschen. Eine Arkanenlampe. Wir brauchen einen Tageslichtsensor. Also Tageslichtsensor ist halt nicht ohne. Bernsteinblock weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Also ein Tageslichtsensor. Tageslichtsensor. Das geht ja eigentlich. Netherquarz. Das kriegen wir hin. Was haben wir noch gesagt? Ein Bernsteinblock. Bernsteinblock. Dafür brauchen wir einfach nur Bernstein. Okay, das können wir auch hinkriegen. Also die könnten wir rein theoretisch auch bauen. Brauchen wir auch wieder ein Nitor für. Das ist halt das Einzige, was halt ein bisschen teurer ist. Und wir haben auch nur noch einen. Und das würde ich eher... Weil sonst müssten wir die nämlich auch erstmal wieder forschen, nochmal für Stabfoki dann benutzen wollen. Wir werden jetzt Infusion machen. Hier gucken wir doch gleich mal rein. Dafür brauchen wir einmal dieses Werkzeug. Dafür braucht man Werkzeug oder Menschen. Dann haben wir das, ist Bewegung oder Werkzeug. Das ist sehr schön. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal wieder Menschen auch. Ja, werden wir mal ein paar Menschen herstellen. Und hier dieser Zauberstab war Ordnung. Zum Beispiel, oder Feuer, das heißt Menschen, das ist Ordnung. Okay, dann nehmen wir das wie folgt. Wir gehen mal bei Bewegung. Wir brauchen vor allem mehr Werkzeuge, ja? Das heißt, wir gehen mal über Mensch, über Werk. Zeug. Können aber auch nochmal ein Tier machen. Ich könnte einfach der davon. Tier, Mensch, dann komme ich jetzt mal hier hin besser, schneller. Ich habe keine Tinte mehr. Super. Raus, das rein. So, Bewegung. Werkzeug. Mensch. Mensch war nicht Ordnung. Das war Ordnung. Ein Fisch noch. War noch ein Mensch. Und das haben wir dann jetzt auch. Yep.
wahrscheinlich auch noch bessere, einfachere Wege, aber das war jetzt mein Weg. Gucken wir doch einmal an, was haben wir denn da jetzt alles? Noch nicht viel. Arkane Bergbank. Arkane Handwerk und Alchemie haben eine Grenze. Um wirklich mächtige Mysterium-Objekte zu kreieren, wird etwas Besseres benötigt. Eine Infusion ist das Prozess bei dem ein Objekt mit magischer Energie und den Eigenschaften anderer Objekte versetzt wird. Ein Stein beispielsweise, der mit Erbis und einem Feder infundiert wird, würde sich leicht verwenden. Aha, aber überall in der Traumaturgie ist auch hier nicht so einfach. Um mit der Infusion zu beginnen, dann braucht man einiges Dinge. Arkansockel. Das heißt, wir müssen uns jetzt nämlich so eine Art Altar bauen. Sieht dann am Ende so aus. Das heißt, wir werden uns jetzt damit beschäftigen, Arkane Werkbank, also das hier, wir haben jetzt zum Glück schon eine Enderperle gefunden und wir brauchen 40 Ordo in unserem Zauberstab. Was brauchen wir noch? Arkane Steinblöcke. Und diese Arkane Steinblöcke, die kannten wir ja hier oben schon. Das heißt, da brauchen wir einfach Steine. Dann hatten wir noch hier Arkane Ziegelsteine. Also wir brauchen Steine vor allem. Steine hatten wir. Bruchsteine, Steinziegel. Hier. Müssten Steine sein. Steine. Steine sind schön. Und wir brauchen etwas. Ja, Luft haben wir ein paar. Mal wieder hier hoch. Und machen uns erstmal Steine. Magische Steine. Ein paar mehr von. Erstmal 45 Steine. Mit diesen Steinen machen wir uns jetzt das. Brauchen wir auch 40 Rodo für und wir brauchen vor allem auch noch diese Sockel und davon brauchen wir aber auch nur. Achso, davon brauchen wir natürlich am Ende mehr. Wir brauchen insgesamt 5 Sockel eigentlich. Das kann man auch immer noch. Ich glaube, auf 5, wir machen es vielleicht richtig. Und dieser Form hier, das heißt, der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breit. Also 3 und in der Mitte steht da die Sockel. Und draußen herum stehen die Kerzen. Oder irgendwie sowas. Das heißt, wir brauchen 5 eigentlich. Das heißt, wir müssen das 3-mal bauen. Das müssen wir 3-mal machen. Dick, dick und dick. Jetzt haben wir schon mal die Sockel. Jetzt brauchen wir das gleich nochmal. Laut Bild haben die dann noch diese. Wenn wir dann auch gleich mal ein paar bauen. 12 sollten aber auch hier ausreichen. Und die stehen dann immer an den Kanten. Das werden wir natürlich auch in der Nähe von unserem Haus bauen. Wir brauchen dafür auch noch für einen extra Raum. Mal gucken. Das
heißt also, als nächstes müssen wir ja sowieso noch das Ding. Das heißt, wir brauchen 40 Ordo im Zauberstab. Das haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen einmal gleich Ordnung besorgen gehen. Wenn wir die Ordnung haben. Wir hatten ja irgendwo Ordnung. Viel Ordnung ist hier. Nehmen wir uns das mit den viel Ordnung auch einfach mal. Und machen den wieder voll. Also sowieso wieder fast leer ist, machen wir ihn generell mal wieder voll. Eben. Wir brauchen Luft und Terra. Und wir brauchen Feuer und Wasser noch. Terra, Wasser, Ordnung. Wasser, Ordnung. Feuer, Wasser, Luft. Feuer, Wasser, Luft ist doch gut. Aber nicht viel. Aber ein bisschen. Feuer, Ordnung, Zerstörung. Noch ein bisschen Wasser, da haben wir den auch wieder voll gemacht. So, und wir können wieder zurück. In unser altes Haus. Können wir auch genau die Enderperle mitnehmen, eine. Und hier brauchen wir wieder 4 Stück. So, wie war das? Also die Enderperle war in der Mitte und die so drumrum, glaube ich. Arkane Steine. Ja. Super. Jetzt braucht man allerdings, das dann aufzustellen, auch nochmal 25 von jedem am Ende im Zauberstab. Das heißt, wir müssen Ordnung nochmal wieder besorgen. Aber bevor wir das natürlich machen, werden wir erstmal wieder unser Haus besuchen, unser neues. Das mit, das. Und dann ein bisschen mehr Steine. Ja, hier ein bisschen mehr Steine. Herstellen lassen, richtige Steine. Und jetzt gehen wir mal zu unserem neuen Haus. Eigentlich sollte das dann ja irgendwann mal im magischen Turm sein, aber das dauert ja noch länger, bis wir endlich mal damit anfangen. Wir müssen ja immer ein Haus bauen. So, das heißt, legen wir noch was hierfür ein. Nehmen wir für Fleisch, grüne Steine habe ich so wenig. Das ist auch zu klein hier, weil man muss ja 7. Wenn ich hier eine Ecke nehme, mal hier. Das könnte, ja gut, das könnte. Wenn ich jetzt hier nehme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das ist die Mitte. 5, 6, 7 wäre genau hier. Das wäre so groß, wäre das. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich das natürlich nur einen weiter links tue. Nein,
2, 3. Das ist ja auch egal. Das ist ja alles blöde. Dann lasse ich das hier. Das kommt das nicht hin. Hier nicht. Gut. Wo kommt es denn mal hin? Es könnte hier hinkommen. Dann machen wir doch hier nochmal auf. Pflasterstein. Mit leuchtender Tafel. Das ist doch schön eigentlich. Heißt, wir machen einmal einen Raum. 1, 2, 3. Also das ist eine Mitte. 3 breit. So. So, 1, 2, 3, Mitte. 1, 2, 3. Dann auch wieder hier 3 breit. Das ist nämlich genau dasselbe auch. Heißt 1, 2, 3, Mitte. 1, 2, 3. Und hier müsste dann ja auch noch 3 breit, das heißt bis hierhin. Ne, 3 breit, das heißt. Also eigentlich. Hier. Der Mineingang halt weg. So. So ist das doch ganz gut. Ist das der Altarraum hier? Kommt hier noch natürlich eine Mauer drumherum. Mauer. Und dann haben wir auch wieder einen sehr langen Part hier in dieser Folge. Wir nochmal abstecken den Raum. So, also das ist alleine der Altarraum. Das kann ja auch mal später noch einen größeren Altar brauchen, aber erstmal so. Heißt, wir brauchen jetzt noch mehr Steine. Und dann sage ich auch mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.